Eine Internetaktion von Promis erntete in den letzten Tagen eine Menge Kritik. Unter dem Hashtag #AllesDichtMachen veröffentlichten verschiedene deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen Videos im Netz. Darunter zum Beispiel Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch und Volker Bruch. In den Clips kritisierten die Stars auf sarkastisch-ironische Weise die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Die zynische Internetaktion stieß zum einen auf starken Gegenwind und erfuhr zum anderen Zustimmung aus dem rechten Lager. Inzwischen haben sich sogar einige Promis von der Aktion distanziert. Dr. Carola Holzner, die im Netz als Doc Caro bekannt ist, äußert sich ebenfalls und hat eine Botschaft für die Beteiligten. Sie haben eine Grenze überschritten. Und zwar eine Schmerzgrenze. Und das sage ich jetzt für alle, die tagtäglich seit über einem Jahr in diesem Gesundheitssystem stehen, handeln, helfen, immer wieder aufstehen und immer noch da sind. Doc Caro schlägt eine Gegenaktion vor. Hashtag alle mal Schicht machen. Mit diesem Hashtag lädt sie Liefers und Co. ein, den Alltag im Krankenhaus, auf der Intensivstation oder im Rettungsdienst mal live mitzuerleben.